Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, willkommen zur 63. Ausgabe der DTM Experience. Wir sind nun aus der, naja, ich würde sagen Sommerpause zurück, also Saisonhalbzeit liegt hinter uns und wir sind jetzt in der 6. Station unserer 3. Saison. Wir fahren immer noch mit Miguel Molina und sind jetzt hier auf dem wunderbaren Moscow Raceway, an dem wir richtig gute Erinnerungen haben. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass wir zumindest diese Saison besser unterwegs sein können. Besonders rückblickend auf den Lausitzring, der uns ja nun auch überhaupt nicht lag in den ersten beiden Saisons. Wobei wir dieses Jahr doch relativ solides Rennen gezeigt haben, wenn wir es auch weggeworfen haben. Gut, das muss ich natürlich gestehen. Aber auch eine relativ solide Qualifying-Leistung. Wir kamen ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, immerhin auf P16. Und also erst Startplatz 16, haben nur im zweiten Qualifying-Durchgang die Runde nicht mehr zusammenbekommen. Aber insgesamt muss ich sagen, lief es in der Lausitz richtig gut und das stimmt mich positiv, hier in Moskau entsprechend auch besser abzuschneiden als in den letzten beiden Saisons. Die Strecke 2555 Meter lang. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick auf das Klassement. Nein, werfen wir nicht. Okay, dann werfen wir nicht. Schade. Warum werfen wir nicht? Naja, wir haben auf jeden Fall 25 Punkte aus dem Norrisring mitgenommen und sind somit nicht mehr ganz so fern ab. 50 Punkte hinter dem Führenden. Soweit bin ich gerade noch informiert, aber... Naja, verwirrt. Verwirrt wie immer. Ich glaube, ich hätte das wurde mal nicht weiterklicken dürfen, ne? Da stand... Egal. Wir kommen jetzt einfach mal hier zum Moscow Raceway und der Rest interessiert uns erstmal nicht. Wir konzentrieren uns auf dieses Rennen und nicht auf die Meisterschaft. Wir versuchen jetzt natürlich erstmal eine ordentliche Rundenzeit hinzulegen im Qualifying oder im Training. Die schnellste Rennrunde ist eine 58.999. Gefahren von Adrien Tombé 2013 im Audi. Das war letztes Jahr das erste Mal, dass man hier auf der Moscow Raceway fuhr. Und dieses Jahr fährt man natürlich auch noch auf einer anderen Variante. Somit wieder eine neue Bestzeit gesetzt. Dieses Jahr ja der volle Kurs befahren. Und wir sind hier noch auf dem alten unterwegs. Wir sind ja schließlich in der 2013er Saison. Im Leaderboard tummeln sich übrigens einige echte Rennfahrer. Die absolute... Leaderboard-Bestzeit eine 57.947 gefahren von Felix Rosenquist. Die viertbeste Zeit eine 58.120 von Daniel Junkadeja und eine 58.872 von Marco Wittmann, dem aktuellen DTM-Meisterschaftsführenden. Allerdings hat der es mit seiner Zeit nur auf die 30 geschafft. Wie dem auch sei, wir gucken mal, dass wir überhaupt irgendwo in eine vernünftige Region kommen. Strecke relativ kurz, 2,5 Kilometer ist wahrlich nicht lang. Diese Boxenausfall kriege ich auch nicht hin. Trotzdem genug Platz für Fehler. Besonders hier in dieser Kombination eine sich absolut ewig lang zuziehende 180 Grad Kehre oder sogar noch ein bisschen mehr. Es wird auf jeden Fall noch keine schnelle Runde, aber wir kamen hier erst der Boxengasse. Von daher nicht so schlimm. Und hier gleich im Rechtsknick anbremsen. Dieses Jahr geht es dann geradeaus weiter, anstatt, na, schon zu spät gebremst, anstatt hier links rum, geht es dann hinten raus und trifft dann hier wieder auf die Strecke. Ja, wenn das Update auf die 2014er Saison kommt, werden wir diese Streckenvariante dann natürlich auch zu sehen bekommen. Ich weiß, dass sie schon im Folder ist, also dass sie schon runtergeladen wurde, weil sie auch mal Teil der Competition war, an der ich allerdings dann nicht teilgenommen hatte. Man konnte also die Strecke schon mal fahren, eben im Rahmen der DTM Competition vor ein paar Wochen. Aber ich werde noch auf die 2014er Saison warten, bevor ich diese Strecke dann auch einverleibe oder mal die Strecke vorstelle. Wann die 2014er Saison allerdings rauskommen wird, da bin ich überfragt. Dazu habe ich noch keinerlei Informationen. Es gibt auch nach wie vor in Sachen R3E oder Simbin nicht viel Neues. Man macht also immer noch Sommerpause. Auch was die WTCC Experience oder die ADAC GT Masters Experience angeht, bin ich leider ein bisschen uninformiert.
ziemlich nervös auf dem Heck, der Gute. Die Rundenzeit momentan natürlich unter aller Kanone, 2 Sekunden. Bremsen sollte man vielleicht auch irgendwann. Gut, wir versuchen es jetzt nochmal. Diesmal hoffentlich noch ein bisschen zügiger. Und so weiter raus. War ja klar. Aber wichtig ist es momentan erstmal die Strecke wieder kennenzulernen. Ich bin ja hier wahrlich nicht so oft gefahren. Eigentlich nur die beiden Rennen in der DTM Experience. Nicht eigentlich, sondern exakt die. Plus ein paar Trainingsrennen für die KI. So, ich bin im Multiplayer, glaube ich, auch mal gefahren. Ah ja, genau, mein erstes Multiplayer-Rennen, damals noch gegen Jay Eckel. Da war was. Lang, lang ist's her. Doppellinks kriege ich auch noch nicht richtig gebacken. Der erste Sektor war aber gar nicht mal so schlecht, denke ich. Knappe 2 Zehntel nur verloren, gegenüber der Bestzeit. Ja, der zweite Sektor war auch schon deutlich besser. Der letzte Sektor war anscheinend richtig gut. Sonst hätte es nicht zur Bestzeit gereicht. Interessant. Ja, direkt nach dem Abbremsen hochschalten. Das macht auch Sinn, Sporty. Hat auch massig Zeit gekostet. Okay, deutlich verbessert im zweiten Sektor. Beim harten Anbremsen das Auto ziemlich nervös. Deswegen hatte ich auch gerade mal die Bremsbalance nach vorne verstellt. Ja. Die erste Kurve muss ich noch deutlich besser kriegen. Also. Hüpfen mal rein. Erst einmal dasjeniges. Da noch ein bisschen, das passt. Da machen wir noch ein bisschen und dort auch. Wir haben jetzt so ziemlich alles verstellt, was wir eigentlich immer auch verstellen. Vorne weicher, mehr Heckflügel für mehr Traktion beim Rausbeschleunigen. Wobei beim Rausbeschleunigen an sich ja der Heckflügel noch nicht so sonderlich viel bringt, weil einfach der Anpressdruck fehlt. Insgesamt eine kürzere Übersetzung. Entschuldigung, stand der eindeutig im Weg, Augusto. Für eine etwas bessere Beschleunigung, kürzere Übersetzung und das Differential hinten ein bisschen weniger sperrend gemacht, um beim Rausbeschleunigen bessere Traktion zu haben. So zumindest mein Verständnis des Ganzen. Ich wurde schon mal gebeten, ein Setup-Video zu machen, aber ich habe nach wie vor keine wirkliche Ahnung, was ich da tue. Ich habe nur so 2-3 Werte, an denen ich öfter mal rumspiele, weil ich der Meinung bin, die bringen was, um dann festzustellen, ich setze das Setup sowieso wieder komplett zurück. Naja, schauen wir mal, was es bringt. Egal, was die Zukunft bringt, die Zukunft spricht Lisa.
oder so ähnlich. Ach, da fährt einer mit DRS. Kollege, servus. Das hat Zeit gekostet. Oder auch Schwung für die nächste Runde vielmehr. Okay, absolute Bestzeit im ersten Sektor. Sieht doch gar nicht mal schlecht. Oh, 9 Zehntel gewonnen. Das sieht doch mal richtig gut aus. Und noch ein bisschen was gewonnen im zweiten Sektor. Na, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht in die letzte Kurve reingerutscht. Die Zeit mal eben um 1,2 Sekunden verbessert. Ja, herzlich. Wunderbar. So mag ich das. So gefällt mir das. Und das Ganze ohne DRS-Einsatz. Entschuldigung. Oh, was war das? Irgendwie ein interessantes Verhalten beim Ausbeschleunigen. Moin Augusto. Wer ist denn jetzt hinter mir eigentlich? Albuquerque? Habe ich gerade den Namen eingeschaltet? Ne, falsche Taste. Tom B. Ah, derjenige, der hier... Und da hinter der Albuquerque. Na gut, dann lag ich gar nicht mal so verkehrt. Die sehen sich leider auch relativ ähnlich, weswegen die mir schwer auseinanderhalten kann. Genauso wie bei den beiden Red Bull Jungs. So, also ich bin jetzt mit der Trainingsleistung soweit zufrieden. Und bin mal gespannt. Ja, es ist allerdings viel zu langsam eigentlich. Eine 1-0-1. Ein bisschen über 2 Sekunden zu langsam. Oder langsamer als die Realität. Aber im Gegensatz zur KI passt das schon. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal ins Qualifying und schauen uns mal an, was die KI uns hier um die Ohren wirft. Ich vermute ja, dass sie jetzt ein bisschen stärker unterwegs sind. Ach, das war doch klar, dass das jetzt zu weit rumkommt. Ein bisschen vorsichtiger an der Stelle mit dem Gas, dann sollte es funktionieren. Ich dachte, ich bin langsam genug und habe dann doch zu spät gebremst. Egal, nun hauen wir mal eine raus. Ein 1-0-1er sollte es werden, dann ist gut. Da ist einer auf der... zu weit rausgekommen. Einfach zu spät gebremst. Das hatte nichts mit dem Extrem zu tun. Au! Jetzt mal gucken, dass ich erstmal den Verkehr vorbeilasse.
Ja, okay, die KI stapelt wieder sehr, sehr tief. 1.03 hier, runter gefahren. Schade. Ich hoffe, dass sie dann zum Rennen noch ein bisschen aufdrehen. Servus, Philipp. Ah, zu langsam. Nur 1.02, ich meine, das reicht momentan für die schnellste Rundenzeit, aber ich bin damit doch deutlich hinter meinen Erwartungen zurück. Sieht schon besser aus. Ja. Die Zeit verloren im zweiten Sektor, das ist nicht gut. Entschuldigung, Chris. Ja, die Zeit leider nicht verbessert. Und ungültige Runde. Nein, doch keine ungültige. Ja, super. Ich dachte schon, dass ich zu weit innen abgekürzt hätte. Zehntel gefunden. Das war ja schon mal was. Ich habe jetzt aber, glaube ich, im zweiten Sektor wieder einiges liegen lassen. Ja, 3 Zehntel verloren, aber noch auf einem ganz guten Wege. Und abgekürzt. Ja. Schade. Es wäre eine 1.01er geworden. Nur ich habe jetzt auch durchs Abkürzen extrem viel Zeit verloren im letzten Sektor. Klar, durchs Abkürzen Zeit verloren. Ich bin innen drüber und dann dadurch habe ich die Kurve nicht mehr bekommen und bin zu weit außen raus. Das hat maßlich Zeit gekostet und wahrscheinlich auch Schwung für diese Runde. Ja, Vorsicht. Daran muss ich nochmal üben, ich muss hier früher raus beschleunigen, also langsamer durch die Doppellinks fahren. Auch wenn wir momentan einen massig Vorsprung haben vor der KI, ich nutze trotzdem die Zeit, um die Strecke noch weiter zu üben. Aber perfekt ist die Linie bei weitem nicht. Im letzten Sektor wieder Zeit liegen lassen. Hier gerade auch mit zu viel Schwung durch die zweite links. Zu spät eingebremst. Ja, das war in Sachen Rausbeschleunigung deutlich besser.
So, und somit auch die Zwischenzeit im zweiten Sektor deutlich verbessert. Das hat wieder Zeit gekostet. Ich mit meinem Gasfuß. Momentan bin ich einfach in jeder Kurve zu schnell, bremse zu spät an. Das war jetzt ein bisschen zu früh gebremst. Und entsprechend sieht die Zeit auch momentan aus. Also dieses zu spät reinbremsen und zu weit raustragen lassen, das kostet Zeit ohne Ende. Genau deswegen fahre ich jetzt eben noch weiter, um die Linie zu verbessern. Das sah schon deutlich besser aus. Was mir auch eindrucksvoll in der ersten Zwischenzeit bescheinigt wird, 8 Zehntel gewonnen. Bisschen verbremst. In das Auto beim Rausbeschleunigen quergestellt und entsprechend viel Zeit verloren, 4,5 Zehntel. Ja, das ist genauso ein Manöver, das man im Rennen besser nicht machen sollte. Zeit verloren, viel Zeit. Zu weit raus. Ja. Das erste Mal jetzt in dieser Qualifying-Sitzung komplett die Kontrolle verloren. Aber ich denke, wir sind auf einem ganz guten Wege. Das Auto fühlt sich relativ solide an, relativ gut. 2-3 Stellen, wo man ein bisschen später aufs Gas gehen sollte, um das Heck nicht zu verlieren. Aber ansonsten macht es momentan richtig Laune. Schöne Strecke eigentlich, wenn man sich erstmal dran gewöhnt. Und besonders natürlich macht es Laune, wenn die Rundenzeiten so gut sind, dass man irgendwo um P1 fährt. Oder SP1 zumindest mal. Ups. Ja. Da habe ich mich gerade zu sehr auf Joey konzentriert und bin deswegen mal dezent ausgeritten. Ja, Entschuldigung. Haben wir jetzt alle wieder beisammen? Danke. Mein Fehler, eindeutig mein Fehler. Durch diesen Ausritt den Bremspunkt total verpeilt und dann bin ich gerade im Handy drauf. Naja, ist ja alles halb so doppelt, ist ja nur KI. Aber auch die hat Gefühle. Und deswegen muss ich mich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Nicht, dass ich wie Norris Ring wieder so eine Rambo-Aktion mache. Das war ja stellenweise schon ziemlich unschön, was ich da in der ersten Kurve angestellt habe. Ah, zu weit raus, zu viel Schwung verloren.
Wobei der zweite Sektor eigentlich gar nicht mal schlecht aussieht mit einer 41.7. Ich glaube, die Abstimmung des Getriebes könnte noch mal eine Stufe kürzer sein. Ja, 1:1, 4:7, passt. Durch den wilden Husarenritt viel Zeit verloren. Dann wollen wir noch mal ganz kurz an der Getriebeübersetzung friemeln. Machen die noch ein kleines bisschen kürzer. Und du darfst gerne rausgehen, kein Thema. Und fahren jetzt noch mal raus. Und dann gar nicht schlecht an. Ja, außer dass ich mich hier verbremst habe. Ansonsten alles in bester Ordnung. Schauen wir mal, ob wir jetzt mal in den Drehzahlbegrenzer kommen. Ja, das sieht doch momentan von der Abstimmung gar nicht schlecht aus. Und hier wieder ein bisschen zu spät gebremst. Nehme ich, gebombt. Ja, ist in Ordnung. Eine 1.0.1.2. Wir verbessern uns kontinuierlich immer ein Stückchen. Ich würde sagen, damit können wir leben. Damit können wir jetzt ins Q3 weitergehen. Gut, die KI hat eine entsprechend schlechte Vorgabe durch die letzten beiden Saisons, sehe ich ja ein, weil wir da absolut grottig unterwegs waren. Aber ich bin momentan trotzdem relativ zufrieden, auch was den Abstand zur real schnellsten Runde angeht. 2,2 Sekunden ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Doch, da will ich mich momentan absolut nicht beschweren. Zum Leaderboard. Ja, sind es 3,2 Sekunden, aber... Wir hatten auch andere Rennstrecken, wo wir... eigentlich ist ja mein Ziel so 3 bis 4 Sekunden auf der Runde gegenüber der schnellsten echten Rundenzeit zu verlieren. In Boran Zetsch zum Beispiel, wo die Runde ja noch kürzer ist, hat das eigentlich auch ganz gut geklappt und... Ja, das passt schon. Also ich denke mal, diese 3 bis 4 Sekunden, unabhängig von der Streckenlänge, ist eigentlich ein ganz gutes Maß, was so meine aktuelle Leistungsfähigkeit anzeigt. Und wenn wir hier momentan so unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, sage ich nichts dagegen, dann bin ich damit absolut zufrieden.
Ah, schon wieder verbremst in dieser blöden Kurve. Und so langsam gewöhne ich mich eben auch an den Moskau Raceway. Und wie so oft rede ich zu viel, ich merk's. Wieder eine 41,4. Sehr gut. Scheiße. Ich habe ihn doch berührt. Okay. Sah kurzzeitig so aus, als hätte ich ihn gerade eben verfehlt, aber leider, leider dann doch nicht. Nein, das war nichts. Ich hätte die Kurve nicht im zweiten fahren dürfen. Ja, so langsam wird es knapp. Wir haben nur noch 7 Minuten, somit ungefähr 7 Runden. Ja, das geht noch schneller im ersten Sektor. Ganz gewiss. Viel zu langsam im zweiten Sektor. 4/10 hinter unserer eigenen Zeit. Aber wichtig ist momentan erst einmal in die letzten, wie auch immer, 4 zu kommen. 4 waren es, genau. Das waren ja die letzten 6, die wegfahren in den jeweils ersten 3 Durchgängen. Und ja, das sollte eigentlich für uns genügen. Jetzt kommt nur noch Kür zu weit draußen. Heißt und 1,7. Na, da hatten wir auf jeden Fall schon bessere Zeiten. Ich möchte eigentlich gerne in diesem Rennwochenende noch eine 1,00 schaffen. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gerade nicht so gut ist. Oder die Chancen nicht so gut stehen. Auch wenn es eine 1,00999 wäre, da wäre mir recht. Das Auto mittlerweile sehr schön stabil auf der Hinterachse beim Rausbeschleunigen. Hat also die reduzierte Differentialsperre einiges geholfen. Auch wenn ich das Prinzip dahinter noch nicht so ganz verstanden habe. Ich hatte mir das versucht mal durchzulesen, wie das funktionieren soll mit dem Differential, aber mein technisches Verständnis reicht dafür irgendwie nicht ganz. Bevor, wenn ich ein Auto fahren kann und ja, nicht weiß, wie es genau funktioniert.
Darf ich mal? Danke. Immer noch nicht. Zu weit raus. Aber noch alles in Ordnung. Wenn es im Rennen auch so laufen würde, mit dem schönen Rad-an-Rad-Kampf über vier Kurven, hätte ich nichts dagegen. Hat ein bisschen Zeit gekostet. Ja, kein guter zweiter Sektor. Zwar ein bisschen besser als der davor, aber wirklich gut noch nicht. Eingang zu weit runtergeschaltet, Auto sehr gut quergestellt. Aber immerhin, ich fange viele Quersteher mittlerweile ab und habe meine Zeit doch nochmal verbessert. Naja, zu spät eingelenkt, zu spät gebremst. Immerhin eine 1:01:05. Die ist passt. Also wir sind auch relativ konstant unterwegs, was die Zeit momentan angeht. Von daher, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Das läuft momentan auf dem Moscow Raceway richtig, richtig gut. Und wenn es dann im Rennen auch so gut läuft, dann befürchte ich schon fast, dass ich ein Thema auspacken muss. Ich habe zum Glück eins vorbereitet, oder eigentlich sogar zwei. Eins für das DTM-Rennen und eins dann nachher für die Aufnahme in Race 07. Für den Fall, dass auf dem Valencia National Circuit irgendwie Langeweile aufkommt. Also vorbereitet bin ich für den Fall, dass das Rennen uns gleich leider nicht die Spannung liefert, die wir in den letzten Rennen gesehen haben. Ich bin momentan zuversichtlich, dass es doch noch irgendwie klappt, aber für den Fall das nicht. Kann ich euch zumindest ein bisschen unterhalten. Und wie immer gilt, Top oder Flop. Ich werde ja einfach am Limit fahren. Wenn es nichts wird, dann starten wir halt aus P4. Wenn es was wird, umso besser. Ein bisschen das Heck verloren, ein bisschen zu spät reingebremst, viel Zeit hier liegen lassen. Ob dieses Shootout-System wirklich das Richtige ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube, in der DTM hat man es ja wieder geändert, aber dafür hat man es in der WTCC eingeführt dieses Jahr. Ob das alles so seinen Sinn hat, naja. Gab es ja auch mal in der Formel 1. Man hat es auch dort wieder geändert. Und ich denke mal, war locker eine Pole. 1:01:06, jawohl. Also 1,8 Sekunden vor Ekström. Passt. Ich hoffe, die KI dreht fürs Rennen noch auf. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ein Thema. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Fun bei dem Ganzen. Und wenn dem so ist, dann bitte Däumchen nach oben, positiv bewerten das Video. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, am Sonntag im Rennen oder zum Rennen auf dem Moscow Raceway, wenn wir aus der Pole Position ins Rennen gehen und hoffentlich unseren Rückstand auf dem Meisterschaftsführenden um 25 Punkte reduzieren können. Vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ein Sieg ist drin. Ein Sieg wäre schön, so wie auf dem Nürburgring und noch ist in der Meisterschaft nichts verloren, deswegen bin ich relativ positiv eingestellt und freue mich schon aufs Rennen und hoffe, ihr seid dann wieder mit an Bord. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Svordi.